Old Money Ästhetik. Understatement, zeitlose Eleganz, maßgeschneiderte Silhouetten und ein hohes Maß an Qualität. Wenn man das hört, denkt man direkt an Tausende und Abertausende Euros, die man ausgeben muss, um diese Ästhetik zu erreichen. Aber ihr kennt mich und diesen Kanal und ich habe natürlich ein paar Tipps für euch, wie ihr diese Ästhetik erreichen könnt, ohne Tausende von Euros ausgeben zu müssen. Aber beginnen wir erstmal mit den wichtigsten Regeln, die es zu beachten gilt. Keine großen und sichtbaren Logos. Vergesst eure Lieblingslogo-T-Shirts, es geht wirklich um Understatement. Neutrale Farbpalette, beige, khaki, off-white, schwarz, grau, navy, all das sind Farben, die ihr braucht für den Old Money Look. Der Fit eurer Kleidung ist das A und O. Vergesst eure super skinny Kleberjeans oder auch eure Baggy Pants. Slimfit und maßgeschneiderte Klamotten sind das, was wir brauchen. Und Qualität statt Quantität. Unser Kleiderschrank besteht aus weniger, aber dafür hochwertigen Kleidungsstücken, die einfach perfekt sitzen und bestenfalls aus natürlichen Fasern bestehen, wie Baumwolle, Leinen, Kaschmir etc. Beginnen wir mit dem Fundament eures Outfits und das sind die Hosen. Hier eignen sich Anzugshosen oder auch Leinenhosen wirklich perfekt. Gerade jetzt für die Jahreszeit ist es einfach die optimale Hose. Was hier zu empfehlen ist, sind auch Hosen mit Buntfalte, weil das einfach nochmal einen Ticken eleganter aussieht. Hier findet ihr zahlreiche Optionen online. Ich habe für euch natürlich eine sehr schöne Auswahl zusammengestellt, die ihr unten in der Infobox findet. Deswegen, falls ihr noch auf der Suche seid, schaut einfach unten vorbei. Bei den Farben sind wir hier wieder bei neutralen Farben. Grau, Navyblau, Off-White, Beige, all das sind Farben, die lassen sich einfach sehr gut kombinieren und falls ihr ein Hosenmodell gefunden habt, was euch gefällt, dann solltet ihr euch das einfach in mehreren Farben zulegen. Wem Anzughosen oder Leinenhosen ein bisschen zu schick sind, der es ein bisschen mehr casual haben möchte, dem empfehle ich Chinohosen. Hier klassische Farben, natürlich Navyblau oder ein Beige, diese lassen sich einfach sehr gut kombinieren und passen sehr gut zu den restlichen neutralen Farben. Machen wir weiter mit den Oberteilen. Hier empfehle ich Poloshirts. Beispielsweise etwas mit einer Rippenstruktur oder ähnlichem sieht einfach super interessant aus und nicht wie diese 0815 Polos, die ihr von damals noch kennt, von Lacoste oder ähnlichem. Also hier etwas mit Struktur, weil es einfach viel interessanter aussieht. Es sieht klassischer aus und passt einfach viel besser zum Look. Auch hier habe ich natürlich ein paar interessante Alternativen unten in die Infobox gepackt. Für den Frühlingsanfang, wo es natürlich noch etwas kälter sein kann, empfehlen sich auch Langarmpolos. Auch diese sehen super elegant aus, beispielsweise von Uniqlo. Oder Massimo Dutti hat auch ein paar sehr schöne schlichte oder auch ein paar interessantere Alternativen mit Struktur, wie schon eben erwähnt. Machen wir weiter mit den Oberteilen und hier braucht ihr natürlich eine Auswahl an schönen Hemden. Ein Stoff, der sich sehr gut für die wärmeren Monate eignet, ist Leinen, weil dieser einfach sehr atmungsaktiv ist und super elegant aussieht. Ich weiß, Leinen hat oftmals die Eigenschaft, dass es sehr knittrig ist. Da müsst ihr natürlich immer schön bügeln, damit es gut aussieht. Niemals ungebügelt aus dem Haus gehen, ansonsten ist direkt der ganze Look hinüber. Aber Leinen wirklich ein sehr schönes Material und wenn man es gut pflegt, hat man da viele Jahre was von. Natürlich alternativ kann man auch Baumwolle nehmen und die Hemden sind in der Regel immer so ein bisschen dicker und fester als Leinen, aber eignen sich dennoch sehr gut und sehen sehr elegant aus. Was ich immer schön finde, sind gestreifte Hemden. Auch die sehen immer sehr classy aus, kann man sehr gut kombinieren. Ein blau-weiß gestreiftes Hemd ist aus meinem Kleiderschrank nicht wegzudenken und ich finde gerade über die wärmeren Monate, ob mit einer Chino oder mit einer Anzugshose, lässt es sich super gut kombinieren, ob man es jetzt updressed oder downdressed, also entweder ein bisschen schicker oder ein bisschen mehr casual, lässt es sich einfach sehr gut kombinieren und sollte in jedem Kleiderschrank enthalten sein. Vom Fit her würde ich auf einen Slimfit oder auf einen Regular Fit gehen, beides eignet sich sehr gut. Auf TikTok und Co. sieht man auch sehr häufig diese Oversize-Fits, wo dann Old Money Ästhetik einfach dazu geschrieben wird. Das hat eigentlich mit Old Money Ästhetik nicht wirklich was zu tun, weil da die Klamotten einfach einen Slimfit haben oder tatsächlich maßgeschneidert sind. Auch T-Shirts eignen sich natürlich sehr gut. Ein schwarzes, ein weißes Basic T-Shirt, grau, navy, wie gesagt in den neutralen Farben. Auch hier solltet ihr darauf achten, keine Oversize-T-Shirts, sondern Shirts, die einfach etwas körperbetonter sind, sehen dort sehr gut aus. Und natürlich empfiehlt es sich hier auch das T-Shirt in der Hose zu tragen, weil es einfach ein bisschen mehr dressy, ein bisschen mehr classy aussieht und deswegen absolut empfehlenswert, das T-Shirt, wenn dann, in die Hose zu stecken. Machen wir weiter mit dem Thema Anzüge. Jedermann sollte mindestens einen schönen Anzug in seinem Kleiderschrank haben. Farben, die sich hier empfehlen, sind Navyblau oder irgendwelche Grautöne. Warum sage ich nicht Schwarz? Weil Schwarz ist eigentlich fast untragbar. Also zur Arbeit trägt man eigentlich kein Schwarz und zu Feierlichkeiten passt es auch nicht. Deswegen Navyblau, damit seid ihr eigentlich super bedient. Oder auch für die wärmeren Monate ein Beige-Ton, aber den würde ich erst holen, wenn ich schon
Navyblau oder Grau in meinem Besitz habe, aber Beige, Off-White auch eine sehr schöne Farbe, gerade für die Sommermonate, die sich sehr gut tragen lässt. Wer hier noch auf der Suche ist, dem empfehle ich definitiv bei Suit Supply vorbeizuschauen. Die haben einfach eine super große Auswahl und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach perfekt. Und da wird, denke ich, jeder von euch fündig. Kommen wir als nächstes zu den Schuhen. Hier empfehle ich ein paar Penny Loafers, weil diese sich einfach sehr gut für den Old Money Look eignen. Wem das zu schick ist, der kann ein paar Wildlederloafer nehmen. Diese sehen in der Regel so ein bisschen sportlicher aus und lassen sich im Alltag auch sehr gut kombinieren. Hier habt ihr ein paar sehr schöne Alternativen, ob es jetzt bei Zara ist oder beispielsweise bei Massimo Dutti und Suit Supply, die wirklich sehr gut sind. Bei H&M, Asos und Co. gibt es natürlich auch Varianten, die ein bisschen günstiger sind, aber davon würde ich in der Regel abraten, weil diese meist sehr billig sind und ihr werdet davon einfach nicht lange was haben. Das Motto ist Qualität statt Quantität und da lohnt es sich einfach immer ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil ihr von den Teilen dann länger was habt. Wem das alles zu schick ist, der kann natürlich auch ein paar clean weiße Sneaker tragen. Hier empfehle ich wirklich schmale Modelle zu nehmen, keine Air Force One oder ähnliches, weil die einfach viel zu fett sind. Also da braucht ihr wirklich ein schmales Paar, das zu dem Look und zur Silhouette des Outfits passt. Zu guter Letzt kommen wir zu den Accessoires und auch hier ist das Motto, weniger ist mehr. Accessoires wird wirklich klein geschrieben bei Old Money Ästhetik. Eine schöne Armbanduhr ist aber Voraussetzung. Hier empfiehlt sich natürlich eine Uhr am Lederarmband, weil der ganze Look einfach etwas feiner ist und da passt eine Uhr am Lederarmband immer sehr gut. Schöne Modelle sind natürlich die Cartier Tank, die jetzt nicht für jedermann erschwinglich ist. Auch hier gibt es sehr schöne Alternativen, die günstiger sind, ob es jetzt von Seiko ist oder ob es eine Seiko Pressage ist, was auch schöne Uhren sind, die dann weniger als 500 Euro kosten. Aber auch hier habe ich ein paar schöne Alternativen unten in die Infobox gepackt. Und ansonsten, was Ringe und Ketten angeht, sollte man sich etwas mehr zurückhalten, weil es nicht so gut zum Look passt. Also, Old Money ist kein Trend, den es erst seit TikTok oder Instagram gibt. Old Money beschäftigt sich einfach damit, zeitlose Eleganz zu entwickeln, die ohne Verfalldatum stilvoll ist. Das sollten wir wirklich alle anstreben, denn dieses ganze Trendgehoppe, jede Woche irgendein neuer Trend, diese ganzen New Money Leute, die einfach dicke Logos tragen, um nach außen zu transportieren, dass sie viel Geld haben. Ich persönlich finde, das ist kein Stil, der erstrebenswert ist, sondern dieser Old Money Stil, auch wenn er jetzt durch dieses Hype-Thema einfach sehr stark in den Vordergrund gekommen ist, das ist einfach ein Stil, der erstrebenswert ist. Zeitlose Eleganz, Kleidungsstücke, die man einfach über viele Jahre in seinem Kleiderschrank behalten kann, die auch in 10 Jahren immer noch gut aussehen, das ist wirklich das Ziel. Dabei möchte ich euch natürlich helfen und falls ihr Teil der Reise sein wollt, dann abonniert unbedingt den Kanal und falls euch dieses Video geholfen hat, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und lasst gerne einen Kommentar da, um den Algorithmus zu zeigen, dass euch mein Video gefallen hat. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Costa. Ciao, ciao.